Jungs ja unten, Gregor Schnirnzauer aus geht 1, 237 Meter geflogen. So, das ist Davide Presadola. Noch einmal, nicht Presadola, sondern Presadola. Auch aus Südtirol, aus Italien erreichen uns Anrufe. Junge, bleib ruhig. Und wir haben das zur Kenntnis genommen, so wie die Polen ganz korrekt aussprechen. So tun wir es auch mit ihm. Roberto Cecon, das ist sein Trainer. Und 192 Meter, das ist Hausrekord für den 22-Jährigen. Der hat uns gar nicht so schlecht gefällt. Ja, der ist wirklich erfrischend hier zu sehen, wie er fliegt. Der muss sich immer ein bisschen auskorrigieren, aber der Junge macht Mut für das italienische Team, dass er in Zukunft vielleicht die beiden Colloredo und Marazzi wirklich unterstützen kann und kommt hier glänzend zurecht auf dieser großen Flugschanze. So, also bitteschön, das Ganze.